Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV, herzlich willkommen zur Swappe Agro Multiplayer Projekt mit dem Chris und mit mir und Folge Nummer 40, wenn ich richtig sehe. Hallo. So, wir sind hier am Logistikcenter, das hier gebaut wird, und wir sehen schon, die Bodenplatte ist schon da. Und die ist riesig. Ja. Da laufen ja Leute drauf rum. Sind das Bauarbeiter oder sind das besoffene Hanseln? Nee, hey, Bauarbeiter, cool. Wasch dein Helm, Kerle! Wasch dein Helm! Gott, so modern sind sie noch nicht. Ja, aber auch so eine Schutzwäsche. Für das hat der Boss kein Geld. Aber guck mal, man sieht schon, was man alles neu tun kann. Aha, okay. Ja, wenn man über die blaue Bodenplatte lauscht, dann laufst du, denke ich mal, schon über die Stellflächen. Und, ja. Ja, aber das gibt, aber der komplette Platz ist dann ausgefüllt, die komplette Pferde. Ja, klar, logisch. Ja. Weil da sind hier 16 oder 18 Kampf oder sowas. Naja, wunderbar. Ja? Gut, dann fahren wir zurück zum Hof und dann verpiss mich mit meinem Wald wieder. Bis. Also apropos Wald. Ich wollte nur mal erwähnen, gell, es steht ein Motorwagen und ein Hänger voller Holz am Wald, gell? Nur mal bei Gelegenheit, wenn du mal fahren willst. Ja. Ich mach jetzt nur mal eine Runde Holz und dann fange ich endlich mal an, ein Feld zu dreschen. Ja, cool. Mein Verfolger hat sie festgefahren. Jetzt laufe ich gerade zum Kauf. Da kann ich ja lang, Vater. Wo ist der Eimer? Kuckuck, wo bist du? Was ist denn? Ja. Mein Nachfolger hat sich irgendwo verdünnisiert. Ach so, du meinst deinen Follow-Me-Gedöns da? Ja. Ja, den musst du halt schon mal ab und zu im Auge peilen. Wenn ich den Follow-Me-Mod benutze, gell, und ich fahre voraus, dann gucke ich immer mit der Rückkamera so quasi, wo der ist. Weil es kann möglich sein, dass er in einer Kurve hängt. Das ist mir auch schon passiert, dass er gegen einen Baum geknallt und hing da. Aber da ist ein gelber Punkt. Genau über der Brücke. Aber das kann ja nicht sein, dass der reingedonnert ist ins Wasser, der Idiot. Weil das gibt's nicht gut. Guck. Nein, das ist jedenfalls nicht. Und von wo steht der denn? Weil da ist ein Punkt. Was bin ich jetzt? Und was? Da ist ja ein gelber Punkt. Das heißt, da ist ein Fahrzeug. Aber wo ist der Idiot? Weil du Zeit nützt zu sehen. Naja, ich bin mal kurz filmen, weil sagen, ob ich was sehe. Das ist ein guter Junge, Schwimmer. Schau mal. Scheiße, ich kann nicht tauchen, so eine Frechheit erbauen. Gut, sehen tust auch nicht. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der auch untergedungen ist. Nein.
Also hat der Vollmond mit dem Mod eingesetzt, hast du ihn überhaupt mitgezogen? Ja, freilich. Ich bin hier gerade bei dem Punkt, wo er angeblich steht, aber da steht nichts bei dem Breit. Wie ist das für? Na, so eine Frechheit. Da ist ja der Punkt, dass ein Fahrzeug steht, aber nur steht da gar nicht. Ja, gut gemacht. Was ist der Pipi los? Ah, ich komm gleich. Ich kann einen Baum fertig sägen. Ne? Bist du denn eigentlich? Der hat seinen da bei der Brücke. Wo ist der Brücke? Ja, bei Feld 22. Genau oberhalb von was du jetzt bist. Ja, ich sehe es gerade, warte mal, ich komme. Ja, ich denke, dass ich in dieses Fahrzeug nicht mehr einsteigen kann. Also gehe ich davon aus, dass der echt Party gegangen ist, der Idiot. Aber da runter, ich finde das nicht lustig. Wie soll das gehen, bitte sehr? Da ist hier bitte sehr im Schild von, wo er stehen bleibt. Das hier hat er. Weil dieses Schild hier hat ja eine Gulli. Und durch das punktet mich das jetzt ein bisschen. Wieso? So, der blinkt doch nicht im Wasser. Der blinkt doch ganz weit oben. Na, das ist ja eine Nachfrage da, was du meinst. Ach so. Ja. Die Nachfrage blinkt immer auf. Aber der Punkt ist hier bei mir, der gelbe Punkt. Aber indem dass ich in dem Fahrzeug nicht mehr einsteigen kann, also gehe ich davon aus, dass der Trottel wirklich Party gegangen ist. Wie sind du überhaupt? Ach, da bist du. Ja. Über die Brücke bist du gefahren. Was? Über die Brücke bist du gefahren. Nein, meine steht weiter unten. Ja, aber über die Brücke bist du gefahren. Ja, genau. Ja, Christoph, der Vollmond ist zwar ein schöner Mod, aber da musst du öfters mal nach dem LKW gucken, ob der noch schön hinten dran ist. Notfalls wird langsam fahren. Aber siehst du, da ist der Punkt, aber. Ja, von ihm ist nichts mehr zu sehen. Ist er wirklich Party gegangen? Warte mal. Kann er sich keine Party fangen, leistet so aussehen? Warte mal, Sekunde. Warte, das haben wir gleich. Jedenfalls, weil Einstein kann ich auch nicht mehr in das Fahrzeug. Ohne Moment. Ja, ja. Nicht schreien, nicht heulen. Was war das nochmal für ein Hänger? Das war der mit dem Brandner, oder? Hä? Der Actros-Absetzrahmen, oder? Absetzrahmen, ja. Also gut, ich habe ihn gefunden. Ich kann auch nicht absteigen, aber ich kann ihn zurücksetzen. Das geht. Ist immer gut. Ich muss bloß den passenden Hänger noch finden dazu. Machen wir langsam. War der vollgeladen? Ja. Das ist eine Scheiße. Naja. Dass der voll war. Warte mal eine Sekunde. Da. Ich setze mal zurück. Ja, sag ja, wenn ein Leerer zurücksetze, ist kein Thema, aber ein voller. Ja, das ist schon klar. Das ist echt weil die Ladung verloren geht, ist klar. Außerdem hast du am Kieswerk den Ding stehen. Ach Gott, da muss ich mal drauf achten. Ah, da bin ich gerade, Gott sei Dank. Schnell weg. Weil.
Ja, lach nicht, weil sonst setze ich den vom Deichsel zurück. Ach so, ja. So, jetzt brauche ich bloß noch den Hänger, dann hätten wir es. Den Hänger Naja, ich brauche ich fahre noch. mal mit der ersten mal ins Platteverkaufshilfe. Wo stehst du? Wo ist Punkt? Hof, das ist er nicht. Der Aufleger, der ist auch beim Hof. Da, das müsste er sein, oder? Ne, der ist auch beim Hof, oder? Da blinkt's. Boah. Ist der so ein Scheiß? Da ist der nächste, wo blinkt es bei da? Wo blinkt der? Auch beim Hof. Chris, was wann haben wir denn da gehabt beim. Warte mal. Warte mal, Der ich LKW und schau. die zwei Rahmen sind jetzt mal am Hof, aber ich habe den Hänger nicht gefunden. Jetzt was mal los, machen wir Folgendes. Ich kaufe jetzt nochmal einen neuen Hänger dazu, okay? Okay. Was für einer war das jetzt? Also, man fragt es einen fragt dich ja nicht. Einen Zusatz einmal habe ich noch auch noch in mein Bisswerk. Stimmt. Ja? Ein Dreisemmel und mehr brauche ich ja nicht. Ja, du Schatzkeks, aber ich habe einen Absetzrahmen übrig, also brauchst du einen Hänger, Mann. Ach so. Ja. Ich habe ja extra gesagt, der Drehschemel kannst du für Sachen benutzen, wo man durchfahren kann und der Dings ist ja mehr zum Rückwärtsfahren. Ja, warte, ich hole dir den jetzt und dann im Shop musst du ihn halt selber besorgen. Und wie Ja, gesagt, wenn du den ja, ja. Follow Me Mod benutzt, Mhm. guck rückwärts. Ja. Ob der noch schön mitkommt, da ist er. Was war da jetzt? Hauptfarbe war. Ja, mein Bike fahren wir das, weil ich mit der Hauptfahrzeug zu schnell und die Felgs fahre. Ja, Ist das darfst nie eigentlich machen, mein das darfst nie machen. Nachbarn. Ja. Aber wie gesagt, das Fell fällt man klug, oder? Okay, ist gekauft. Okay. Nee, das habe ich wirklich schon bei anderen Spielen oder anderen Maps, habe ich das auch schon beobachten können. Du fahrst da und dann huch, wo ist ein bisschen der Dings. Und bei mir war es meistens Ja, so, dass er irgendwo an einem Baum hing oder irgendwo. aber ganz extrem, komplett verrückt bist du bei mir, wenn ich mit dem JCB-Traktor aufwärts, nur links und rechts, so zum Schmied. Der kommt einfach mit diesem JCB gar nicht zurecht.
Eine Fahrzeuge, sag einmal. Spinnen jetzt alle Fahrzeuge bei mir? Ich bin jetzt gerade beim Betonwerk, beim Platewerk, bei der Schranke durchgefahren und auf einmal hat sich die Kriegs. Was ist passiert? Ich hab den Schluss nicht verstanden. Ich verstehe dich gar nicht. Was ist der Pickel? Du klingst da total abgehackt. Bist du noch da? Ja, freilich. Du hast gerade richtig abgehackt geklungen. Ich habe nicht verstanden. Schranke, spinne Fahrzeuge, ja, war's dann. Ja. Nein, was passiert? Spinnen heute leicht alle meine Fahrzeuge. Ich bin da beim Platewerk bei der Schranke gerade durchgefahren und auf einmal hat er sich umgelegt. Aber wieso? Die Autofahrzeug. Das gibt's ja nicht. Ich bin hier gar nicht von Schranke drungen, tut nichts. Das soll einer verstehen. Und da um die Kurve kannst du hier sowieso nicht schnell fahren. Und wieso hat es dem Trottel jetzt umgelegt, aber das ist beide gute Frage, ja? Das haut nicht mehr hin. Eieiei, ich sagte was. Also einen Ausflug machen zum Hof. Ein Fahrzeug holen zum Aufstehen. Was passiert, was da los war? Auf einmal bin ich auf der Seite gelegen. Das versteht kein Mensch. Weil ich sagte das. Ich gleich mir gut deine Zugmaschine aus. Ja. Am Hof. Besser gesagt, die AKL. Weil ich muss meinen Seistrick wieder aufstehen. Aber frag mich nicht, wie das. Na. Da bewegt wirklich einer durch. Bitte zu schnell gefahren, bitte sonst noch was. Aber liegt. Da soll ich einen verstehen. Aber ich will es auch gar nicht verstehen.
Wie kann sowas passieren? Was? Wie kann sowas passieren? Ja, frag mich, was leicht ich ist. Ich bin weiter zu schnell, weiter sonst noch was gefahren. Das ist ein Buch mit 7 Siegeln, wieso dass ich der umgelegt hat, der Idiot. Ich beende jetzt mal die Folge, weil den kannst du mit Maschinen nicht aufrichten, weil der liegt ja so saublöd da, richtig saudumm. Den kannst du nur zurücksetzen, tut mir furchtbar leid, geht nicht anders. Wenn der auf dem offenen Feld, so wie im Wald ist zum Beispiel oder so, weil da kannst du mal richtig Gas geben und die Gegend rammen, aber das kannst du ja hier überhaupt nicht machen, nicht die Bohne. Es ist halt immer nur zum Kotzen, dass die Ladung verloren geht. Ist jedes Mal rausgeschmissenes Geld oder halt verloren. Gut, ich mach mal die Folge Schluss. Liebe Leute, das war's mit dem kleinen Unfall. Verabschieden wir uns mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wisst ihr, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Abo da. Lasst eine Katze da. Und ich sage Tschüss mit dem Chris, bis zur nächsten Folge. Tschüss.